Die grösste Herausforderung beim Aufbau der Eisbahn hier war die ganze Logistik. Dass alles zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, kein Lastwagen irgendwo im Weg steht, weil das Einkaufscenter die ganze Zeit noch offen hatte. Wir haben darauf geschaut, dass der grösste Teil der Eisbahn gedeckt ist, dass man auch schläfeln kann, wenn es einst regnen oder schneien oder so. Im Winterzauber geht hinter der Eisbahn gibt es Holzschnitzel am Boden, schöne Lammfälle auf dem Stiel und dort kann man das Fondue geniessen oder ein Glühwein trinken. Besonders stolz bin ich, dass wir hier das Thema Disco und Eisbahn kombinieren konnten. Wir haben hier die grösste Disco-Eisbahn der Region. Und zusammen kombiniert mit dem Fondue Winterzauber, wo man noch das Glühwein kann trinken kann, ist das sicher etwas, das einen in dieser stressigen Zeit ein bisschen ausruhen und abschalten lässt. Wir finden, Winterzauber passt zur Vorweihnachtszeit. Die Leute sind in guter Stimmung und wir möchten sie hier begrüßen mit einer tollen Umgebung. Das heisst, eine Glühweinbar, Fondue-Stube und eine tolle Eisbahn. Herzlich willkommen im Winterzauber im Shoppiland. Also wir versuchen natürlich, die Leute mit mehreren Highlights zu überraschen. Aber das wichtigste Highlight ist sicher heute Abend die Eröffnung des Winterzauber mit den Shades of Skates, wo der berühmte Sarah Meyer, eine der besten Eiskunstläuferinnen, die wir in der Schweiz je hatten. Der Eintritt hier auf die Eisbahn im Shoppiland ist selbstverständlich kostenlos. Wir wollen nicht, dass unsere Kunden für die Schläfle zahlen müssen. Wir sind schon zufrieden, wenn sie bei uns hier im Shoppiland einkaufen. Man kann Schläfe mieten. Wir haben 200 Schläfe hier vor Ort, die man mieten kann für eine 5 lieber für 2 Stunden oder auch die kleinen Eistiere, die sich die kleinen Kinder dran halten können. Der Winterzauber mit der Disco-Eisbahn wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder stattfinden, wenn das jetzt dieses Jahr erfolgreich ist.